Und damit herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Heute mal wieder amerikanische Power am Start mit dem Tier 6 Schlachtschiff Arizona. Mal schauen, was hier so passiert. Wir sehen einen Zug bestehend aus drei Schiffen, New Mexico, Leander und ihm hier mit der Arizona. Und anfangs geht hier sehr viel Zeit ins Land, denn aktuell hat er kein Schiff, auf das er so wirklich gehen will. Jetzt geht es richtig los mit der Fuso und wir sehen einfach mal 4 Minuten vom Spiel fast skippen können. Das ist halt einfach nach wie vor für mich der größte Nachteil bei World of Warships, dass es einfach zu lange braucht, bis wirklich das Spiel effektiv startet. Die Vorbereitungszeit so gesehen ist einfach zu lange. Nun aber genug gemäckelt, jetzt geht es mit der Arizona weiter. Auch wenn er nach wie vor kein wirkliches Ziel hat. So, er könnte zwar von der Reichweite schon auf die ersten drauf schießen, aber jetzt wird es dann da gleich spannender. Denn jetzt sollten doch da die ersten richtigen Hits mal fliegen Richtung Fuso. Knefni darf man da auch nicht außer Acht lassen. Oh, eine schöne Zitadelle auf die Fuso und dafür 13.700 Damage einfahren können. Ah, auf die New York, das war natürlich jetzt kein so richtig dicker Hit. Von vorne muss er jetzt auf die Torpedos aufpassen. Jetzt auf die Gäde. Torpedos treffen ihn nicht. Er trifft die Gäde, aber nicht so wirklich dramatisch. New Mexico hat da schon einen Torpedo geschluckt. Und erstmal soll es jetzt also die Gäde sein, die hier zerstört wird. Auch zwar ein Treffer und verteidigt damit den Punkt, aber keine wirkliche Zerstörung. Die nächsten Granaten sind raus und in dem Fall macht es hier sein Partner in den New Mexico und nimmt jetzt die Gäde da raus. Von drüben droht aber gleich das nächste Ungemach in Form der Bayern. Wobei eigentlich von Bayern ja kein Ungemach ausgeht, aber in dem Fall vielleicht dann doch ein bisschen. Aber die Bayern scheint ihn nicht wirklich zu interessieren. Er interessiert sich selber wohl eher für die Amerikaner in Form der New York. Und mit 7800 Damage noch nicht so ganz zwingend. Aber er hatte noch zwei Türme hinten. Oder vorne. Ne, hinten waren es schon. Und die kommen mit 7800 schon nicht schlecht ins Ziel. Aktuell, er ist nicht so wirklich im Fokus der Gegner. Das ist sein Glück. Also er kann hier wirken nach Belieben. So, ja, mittlerweile muss man sagen, haben sie hier ganz schön Ruhe in der Kartenmitte. Also dafür, dass man mit einem Schlachtschiff vielleicht so eher seltener hier sich dahin bewegt, passiert ja nicht so viel. Der Treffer gerade eben hat keinen Schaden angerichtet.
Aber da sollte das jetzt kein Problem werden, hier sein Kill zu machen. Genau der erste für ihn. Weil das war ja wirklich nur noch Abstauben. Da hat er nicht mehr wirklich viel zutun müssen. Und da drüben kommen gleich die nächsten Ziele mit Lienda, Bayern, Fuso und nochmal Fuso. Aber wie gesagt, auch hier, sie werden von niemandem beschossen. Also das ist schon eher ungewöhnlich. Und jetzt dreht die Lienda so gerade nochmal rein extra. So, hier die beiden fahren sich jetzt gerade schön noch aus dem Weg. Lienda, 4000 Damage. Also das läuft bis dato. Einzig und allein, sein Team hat schon ein bisschen mehr Verluste, denn sein Team hat schon 6, das gegnerische Team erst 5. So, und jetzt wird hier aus dem Rauch rausgeschossen und er schießt mal da rein zurück, aber wir sehen kein Damage hier. Und jetzt so viel Ruhe er zuvor hat, so wenig hat er es jetzt, weil jetzt schießt gefühlt das ganze Gegnerteam auf ihn drauf. So, und da wird es vielleicht gleich ein bisschen spannender mit der Pensacola. Aber erstmal bekommt Diffuso hier eine Zitadelle reingedrückt. Und dementsprechend hat Diffuso auch nur noch 19.000 Hitpoints. So, der Pensacola weiß schon, was da droht. Dementsprechend ist die direkt schon am Wegdrehen. Er heilt sich jetzt mal. Davon hat er nämlich jetzt erstmal einiges an Hitpoints zurückholen können. Aber weiterhin bleibt er hier im Fokus der Gegner. Jeder will jetzt was von ihm. Schüsse auf Diffuso und das war sehr schön. Denn die Zitadelle mit dem Zerstörungsschuss hat man mehr als 20.000 Damage abgezogen. So, und die Lienda fährt da gut auf ihn zu. Er ist jetzt hier durch die Nebelwolke ein bisschen geschützt. Und da macht er gleich den nächsten Kill. Ja, da ist auch schon Kill Nummer 3 am Start. Also langsam wird die Krake hier definitiv machbar, denn noch 4 Schiffe sind am Leben und er braucht nur noch 2 Kills. Und er nähert sich jetzt auch langsam, aber sicher der 100.000 Damage-Marke. Also so langsam das Ganze hier angefangen hat, so gut entwickelt sich das aber nun auch. Wobei man ihnen nicht nachsagen kann, dass sie hier vorsichtig waren. Denn die Schlachtschiffe so mittig in den Karten zu sehen, ist dann doch eher seltener. Normalerweise kennt man es ganz außen an der Karte entlang, aber ganz und gar nicht. Sie haben es da ganz anders gemacht. Und jetzt schauen wir mal, was die Bayern hier davon hält. Ja, die denkt sich, naja, 4.400 Schaden, was willst du? Was willst du, du Batze, du? Kriegst du eine Zuckerwatschen, gell? So. Mit der Fuso und der Bayern da die nächsten Schiffe. Und jetzt ist er auch wieder offen. Wieder direkt am Heilen. So, jetzt wurde die New Mexico von ihm herausgenommen. Bayern dreht aber jetzt schön rein. Und dementsprechend gibt es da 6.129 Schaden. Wieder keine Zitadelle leider. Aber die 100.000 Damage-Marke hat er damit geknackt. Jetzt muss er aufpassen, wenn er jetzt zu weit nämlich reindreht, dass die Bayern ihn hier nicht ordentlich eins in die Seite ballert.
Diffuso ist gerade unangenehm vom Winkel her. Die Bayern fährt voll auf ihn drauf. Diffuso auch komplett frontal. Also gerade wirklich kein schönes Ziel für ihn. Jetzt ist es auch mit 4 zu 4 sehr ausgeglichen. Gegner ist jetzt gerade sogar mit den Schiffen in Führung gegangen und den Tickets. So, ja, er hat jetzt hier die ganze Zeit gewartet, bis Diffuso oder irgendeiner den Fehler macht und reindreht. Aber wir haben gesehen, nur 2000 Schaden. Er hat aber jetzt hier noch ein paar Granaten über für die Bayern. Und das waren nochmal 6800. Jetzt brennt er. Die Torpedos von seinem Teammate. Da muss er zurückfahren, weil nicht, dass die ihn hier treffen. Aber die gehen alle in die Insel größtenteils. Er kann sich gleich wieder heilen. Muss er auch, denn sowohl der Brand als auch die Hitpoints, die geben es her. Macht sofort, lässt keine Sekunde verstreichen. Bayern nimmt er jetzt wohl raus. Nein, noch nicht ganz. Immer noch 962. Aber der Brand... Nee, ist kein Brand. Oh, tatsächlich, jetzt hat das Ding noch 200. Nee, Leander macht's klar. So, und jetzt Diffuso gegen ihn. Ein Turm hinten hat noch ein paar Granaten drin. Ansonsten schaut's aber gerade düster aus. Die Bayern von vorne hält auch auf ihn drauf. Also jetzt muss das Schlachtschiff wirklich mal zeigen, was es an Panzerung drauf hat. Heilen ist erstmal noch eine lange Zeit nicht. So, und jetzt wird es wohl direkt das One-on-One mit der Fuso geben. In der Mangelung des Winkels bolzt jetzt einfach mal drauf, aber wir sehen, gar keinen Schaden angebracht. Die Bayern kann scheinbar gerade nicht auf ihn schießen. Zumindest kommt da nichts an. Somit kann er sich jetzt hier auf Diffuso konzentrieren. Drei Schiffe gegen drei Schiffe. Ja, ich frage mich, was sein Schlachtschiff, der ist da gerade am Wegfahren, denn der hat hier, kann hier nicht da mitspielen mit den Jungs. Hat sich da schlecht positioniert auf dem C-Punkt. So, Diffuso dreht jetzt rein und darauf wartet er jetzt nur. Genau, ja, genau so braucht das. Das dürfte ein dicker Treffer werden. Und genauso ist es auch. Da hat er lang genug gewartet, um dass er die Seite so bekommt, wie er es braucht. Und macht da den ganzen Damage und natürlich auch den Kill. Der Kill war wichtig, weil es Kill Nummer 4 ist. Das heißt, einen braucht er noch und dann kriegt er die Krake. Seine Fuso, die ist da mal ganz stark auf dem Weg weg, der Erwin Rommel. Und er wiederum sagt hier der gegnerischen Fuso, dass er gut gespielt hat, hat alles rausgeholt. Also sehr schön unter der Kapitänin, sich da so ein bisschen die Ehre zu erbieten. Und jetzt will er wohl erstmal auf die Pensacola, aber da ist noch die Insel im Weg. Die Bayern scheint gerade nicht das Ziel zu sein, auf das er gehen will. Aber er wird das nächste Ziel gleich sein, weil auf Diffuso kann nicht mehr wirklich geschossen werden. Die ist da gleich hinter der Insel weg. Und definitiv will er unbedingt da die Pensacola. Diffuso in seinem Team, die ist wirklich eher semi-optimal. Die Schüsse auf die Pensacola waren nicht schlecht, aber jetzt auch nicht so richtig zwingend. Die Tickets laufen auch langsam aber sicher aus. Deswegen, ich sag schon mal tschüss. Ob er noch die Krake bekommt und ob die Tickets auslaufen, werden wir sehen. Macht's euch ebenfalls schöne Spiele. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.